hatten eine vermisste Person und das war unser Hein, unser Staffelmitglied. Und der Can hat als Geruchsträger einen Schlüssel bekommen von ihm, ist dann gestartet oben am Arthur-Parkplatz und hat dort die Spur aufgenommen. Dazu musste er erstmal ein bisschen kreisen auf dem Parkplatz und die Spur dann finden, den Abgang finden. Und er hat sich dann durch die Fußgängerzone durchgearbeitet, durch die ganzen Fußgänger, die dort unterwegs waren. Auch Hunde haben ihn nicht gestört und er konnte dann die Person finden. Sehr anstrengend, denn jeder Mensch verliert pro Minute 40.000 Geruchspartikel und das muss der Hund natürlich unterscheiden. Er muss ja nur diese eine Spur finden und verfolgen und das hat er gut gelöst.